Ey, das wird er jetzt glauben. Glaub mir. Revi, du Vollpfosten! Ja, Digga. Digga, hast du gemerkt, wie sauer meine Mutter war? Ich habe meine Mutter noch nie so gehört. Du bist der Größte! Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt das teuerste deutsche E-Girl kaufen, mit der Fortnite spielen. Schau Leute, was geht? Willkommen zu diesem nicht ganz so wunderbaren Video. Wir spielen heute wieder eine Runde Fortnite. Moment mal, was ist hier? Wieso spiele ich Fortnite? Ach, ist ja auch egal, Leute. Mit dabei ist heute Viper D und wir spielen zusammen eine wunderschöne Runde. Oh, Junge, Alter. Eine wunderbare Runde. Wenn ich du wäre, meine Freunde, das wird eine arschgeile Nummer. Ich freue mich unglaublich, Lukas, dass du bei mir bist. Bitte mach dich bereit an der Stelle. So, jetzt. Also, Leute, lange schon wieder her, dass das letzte Wenn ich du wäre da war. Das letzte Mal musste ich tatsächlich einen Diss-Track machen. Ah ja, da war ja was. Ja, da war ja was. Reden wir nicht drüber. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mich mit einer Gitarre in die Innenstadt stellen und 200.000 Euro für Corona sammeln. Ich habe keine Gitarre und ich wohne auch in keiner Stadt. Ich hole dich dann tatsächlich irgendwann in 2-3 Monaten wieder in der Innenstadt ab, okay, wenn du das Geld da zusammen hast. Ich glaube, das dauert deutlich länger. Lukas, du wohnst ab jetzt in der Innenstadt. Nein, das war natürlich ein Joke. Mann, erstmal ganz, ganz entspannt. Lukas, ja. Wenn ich du wäre, hast du was hast du gerade für eine Frisur? Ich? Du warst da beim Friseur, oder? Ja, ich habe eine Glatze. Hast du die Seiten gerade auf Anschlag, auf frisch? Seiten sind auch frisch. Okay, Lukas, dann hat das absolut damit nichts zu tun, die Aufgabe. Lukas, wenn du dich das nächste Mal rasierst, ja? Hör mir zu. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, wenn du dich das nächste Mal rasierst, machst du direkt nach dem Rasieren bitte mal Zitronensaft ins Gesicht. Auf Nein! Dir, Dankeschön. Digga, das ist ja übel. Hä? Nein, das brennt ein bisschen halt, ne? Digga, wir haben noch nie was Aufgaben gemacht mit Schmerzen oder so. Sollen wir das jetzt machen? Du kannst doch Essig nehmen. Digga, es brennt nur kurz. Mein Gott, das ist wie Rasierwasser. Okay. Okay, Digga, okay. Ich hab gesagt, wir fangen ruhig an. Das Ding ist, du hast keinen Bart. Das heißt, es werden keine Haare abgeschnitten. Das heißt, es passiert gar nichts. Ich hab ja Bartwuchs, aber Alter, halt der Bus sieht aus wie Spider-Man. Spider-Man-Bus, juhu. Okay, ja. Wir springen raus und gehen nach Pleasant Park, ne? Warum du weißt Bescheid. Bestimmst du eigentlich immer, wo wir hingehen? Weil ich der bessere Spieler von uns bin. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich ab jetzt, weil wir nehmen aber mehrere Runden auf, ne? Mhm. Immer wenn du in der Runde vor mir stirbst, musst du mir was aus dem Itemshop kaufen. Perfekt. Also, perfekt, Digga. Perfekt, überhaupt nicht. Das Ding ist, es ist halt immer so dumm. Guck mal, du gehst auf so eine eklig finanzielle Schiene, weißt du? Ja, guck mal, du bist doch ein Pro-Player. Du wirst doch nicht sterben, ist ja gar kein Problem. Nee, aber ich bin arm, ich hab Steuerschulden. Okay. Lukas? Ja. Deine Freundin, ne? Okay. Ja, was Lukas, mit meiner Freundin, die ist arbeiten. Geht's dir denn gut? Der geht sehr gut. Was macht die gerade so? Die ist immer noch arbeiten. Wenn ich du wäre, würde ich beim Arbeitgeber und deine Freundin anrufen und sagen, die hat da geklaut. Nein, das kann ich echt nicht machen. Warum? Hat die doch. Hast du mir doch erzählt? Dein Schnauze hat die nicht. Du hast doch gesagt, dass die da geklaut hat. Junge! Digga, ich rufe nicht beim Arbeitgeber meiner Freundin. Stell dir mal vor, die wird am Ende gefeuert oder so. Was soll ich dann sagen? Verdienst doch genug Geld, oder? Ja gut, Schatz, sorry. Das war für eine Mensch-Du-Wäre-Folge. Dann sagt die, okay, Schatz. Okay, no problem, ich werde beschossen. Problem. Von einem Bot wirst du beschossen. Wie sagt man so schön? Bots suchen sich andere Bots, oder? Hä? Moment. Also Aufgabe, ich rufe nicht beim Arbeitgeber meiner Freundin an, sonst kannst du gleich beim Arbeitgeber deiner Eltern anrufen. Meine Eltern haben keinen Job. Du kannst ja fragen, wann die nach Hause kommt. Sorry. Okay, ich mache ja wirklich viel, Leute. Ich vergrab mich in keine Ahnung was, aber ich finde, sowas geht wirklich zu weit. Ja, das ist nachvollziehbar, dass es zu weit geht, verstehe ich auch voll. Okay, Lukas. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz deinen Vater anrufen. Junge, ja. Und ihm mitteilen, dass du wirklich richtig sauer auf den bist. Ja. Warum? Bist du doch, oder nicht? Ja, aber warum? Denk dir irgendeinen Grund aus. Hat der Vater dich nicht mehr irgendwie richtig abge*** oder so? Nee. Oh, warte, wir bauen gerade den Pool auf und mein Dad hat eben so eine Pumpe angeschlossen. Und er meinte, ja, wir hoffen mal, dass es dicht ist. Und jetzt sage ich einfach, Wasser tritt aus. Und der ganze Hof ist unter Wasser und dass er das jetzt zahlen soll. Was soll ich machen? Ja, mach das. Ich erzähl dir gerade eine Geschichte und du hörst nicht zu, Digga. Wir waren Gegner, tut mir leid. Okay, warte, pass auf. Ey, das wird der jetzt glauben. Glaub mir. Hier unten drin ist ein Gegner, Mann. Ah, der schläft, hat heute Frühschicht. C4 blärt. Oh. Links. Oh. Das sind zwei Leute, oder wie? Hilf mir doch! Nö, du hast gesagt, wenn ich vor dir stelle, muss ich... Dann, ja. Hi, Papa. Ja. Ja, der Pool läuft über. Ja, das Problem ist, das hast du halt falsch angeschlossen. Ja, doch. Ist halt nicht dicht, die Pumpe. Ja, nicht mal das kriegst du hin. Schön Gruß an Revi. Oh, Mann! Du bist so dumm, Alter. Du bist so dumm, Junge. Du bist so dumm. Mann, du bist so dumm. Jedes Mal entweder Mutter, Omi oder ich. Ja, sag Revi das. Du bist so dumm, Alter. Du bist so dumm, Junge.
Revi, du Vollpfosten! Ja, Digga! Der soll wieder, schlafen gehen. Sag ihm, er soll schlafen gehen. Ins Bett, Alter. Junge, es ist Freitag, 16.30 Uhr. So pennt dein Vater. Ja, weil der Frühstück hatte! Ja, der hat keinen Job. Komm, du bist dran. Los. Okay, Revi, wenn ich du war, würde ich mir ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ja, ja, wahrscheinlich, Revi. Mr. Multimillionär. Dir selber, oder was? Ja, wir kaufen mir eins, ja. Okay. Du hast nicht gesagt, wo. Also, ich bin mir sicher, dass es irgendwo in Sibirien mehr Familienhäuser für 200 Euro gibt. Perfekt, die Aufgabe haben wir. Ich kaufe dir irgendwo ganz günstig einfach in Immobilienfonds. Ja, das, perfekt. Das war nur ein Witz, Junge. Okay, Lukas, wie lange kannst du die Luft in der Badewanne anhalten? Ich habe doch schon mal in der Folge die Luft angehalten. Aber wie lange kannst du unter Wasser sein? Okay, Lukas, wenn ich du bin, würde ich 10 Minuten unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Ist das gefährlich? Nee, ach. Na gut, dann. Warum nur für den Running Gag rufst du deine Oma an. Naja, komm, hau deine Aufgabe jetzt raus, wirklich. Okay, Revi, wenn ich du wäre... Guck mal, ich ruf so oft bei meiner... Du rufst jetzt mal bei deiner Oma an. Nee. Weil du hast noch nie bei deiner Oma angerufen und die können... Ich kann jetzt einfach alles sagen, weil die wird alles glauben. Weil, kennt die überhaupt, wenn ich du wäre? Nein, meine Oma weiß nicht mal, dass ich Internet habe und dass ich das mache. Das Ding ist auch, das ist auch nicht unbedingt fair, weil meine Oma ist... Schon sehr alt und... Meine Oma ist 90, halt's Maul, da rufe ich auch jedes Mal. Aber deine Oma ist noch fit, weißt du was? Also es ist ein bisschen schwierig, also es ist eine sehr schwierige Kondition, das gerade zu machen tatsächlich. Das ist ein wenig kritisch. Okay, vielleicht was anderes? Dann ist okay, wir finden bestimmt eine andere aus deiner Familie, ist ja gar kein Problem. Wenn ich du wäre, hast du einen Cousin? Nein, wo soll ich einen Onkel hernehmen? Du hast keinen Cousin? Ich habe gar keine Familie. Onkel. Nein, gar nichts, meine Familie ist sehr klein. Hä, auf Real Talk? Huch. Okay, dann wenn ich du wäre, würde ich deine Mutter jetzt anrufen. Oh, da! Wo? LOL! Schon wieder zuerst gestorben, das gibt's doch gar nicht, Alter. Okay, Revi, wenn ich du wäre, du hast mir eben erzählt, dass du deine Eltern eingeladen hast wegen Muttertag, ne? Ja, Sonntag. Deshalb können wir dich aufnehmen und du hast vergessen, dass Muttertag ist. Grüße an deine eigene Mutter an der Stelle. Ich habe gar nicht vergessen. Da würde ich sagen, sag's dir doch mal einfach deiner Mutter ab, weil du hast Wichtigeres zu tun. Junge, es ist Muttertag. Du musst mit mir Fortnite spielen. Lad einfach deine Mutter aus. Ruf sie an und sag, ihr seid ausgeladen. Aber mein Vater nicht, oder was? Sag alle ausgeladen. Du hast keine Zeit am Wochenende. Leider ist was so dumm, Alter, Digga. Hey, Google, ruf meine Mutter an. Oh, sorry. Einer Shieldbreak. Hab einen down. Hab ihn. So, und jetzt ruf an. Oh, Digga, das ist so unangenehm, Alter. Digga, meine eigene Mutter auszuladen am Muttertag ist sowas von topnotch ehrenlos. Los jetzt. Hallo, Mama. Hi. Wir haben ja für Sonntag uns verabredet, ne? Und ich muss dir leider Gottes absagen, weil Sonntag ist so ein wichtiges Fortnite-Turnier, wo ich mitspielen muss. Boah, das ist gerade richtig ehrenlos. Ja. Es tut mir voll leid. Die nimmt's ab. Ja. Die durch. Okay. Dann reden wir nochmal. Warum ist die so nett? Ciao. Ja, okay. Tschüss. Der Danke super gesagt, ne? Die war so ab... Hast du das nicht gehört? Doch, die hat so am Ende so, ja, danke, Digga, super. Ja, Digga, du bist so ein Alter. Mann, die freut sich da richtig drauf. Du bist so ein Alter. Okay, auf Ehre, ruft die jetzt an und löst wieder auf. Oh mein Gott, aber Digga, hast du gemerkt, wie sauer meine Mutter war? Ich habe meine Mutter noch nie so gehört. Aber die hat so auch freundlich so, ja, danke, super. Es war doch nur ein Witz, war ein Prank. Du wurdest voll fett verarscht. Pass auf, Lukas, wenn ich du wäre. Oh, Lukas, du hast ja deinen neuen Pool, ne? Ja, der ist nicht mehr in der Sitze schon. Ja. Also hast du den gerade mit Wasser befüllt, ne? Der ist schon voll jetzt, ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich da mal reinpinkeln. Ne, ich kann nicht. Ich wohne in einem Reihenhaus, wo meine Nachbarn auf mein Grundstück gucken. Ja! Und wenn ich pinkel, dann sehen meine Nachbarn, dass ich da reinpinkel. Nein, das geht nicht. Du kannst ja auch in den Pool reingehen und dann da reinpinkeln. Du schwimmst da drin und dann pinkelst du. Man muss nur irgendwie sehen, dass du pinkelst. GoPro oder iPhone unter Wasser. Der Typ ist auch schon Ulo. Der rusht dich. Der rusht dich. Bro, braucht deine Hilfe. Wo ist dein Drecksmate? Da kommt. Bro! Chill, der ist unter dir, der baut. Ich kann den snipen. Aber er ist genau unter dir. Oh mein Gott, er hat mich. Der oben, der will mich unbedingt. Du, Ulo! Du Dreckskind, Alter! Warum hilfst du mir nicht? Ja, chill! Ey, Junge. Boah, das ist peinlich, Mann. Also, Pinkus ist in deinem Pool oder nicht? Ja! Da muss ich das komplette Wasser neu machen. Ja, ist doch geil. Ey, warum mach ich so eine Scheiße immer? Du bist der Umweltsünder, nicht ich. Wenn du es rauslässt. Digga, ich mach's neu. Aber ja, okay, ich mach's. Dann bist du durch, Digga. Okay. Auch noch auf du wolltest mich hier die Umweltkarte zuspielen, aber so nicht, mein Freund. Ja, aber wie soll ich das filmen? Soll ich mich nackt filmen und das ist auch kein Thema, nachts, Digga. Mach's nachts. Geh nachts. Okay, nächste Aufgabe wird, dass du deinen Wuppi reinsetzt. Raus, komm.
einfach rein. Aber nicht bei dir, das sondern bei deinen Nachbarn. Du kennst das, deinen Nachbarn über den Zaun und den einfach in den Pool. Aber bei helllichten Tag werden die eine Poolparty feiern. Und die gucken alle zu und hängst da mit so einer Kamera. Ich hab's gemacht. Irre. Es gibt so eine Sache, die wollte ich unbedingt immer schon mal haben. Hm. Ne? Und das ist eine Tischtennisplatte. Bro, ich kauf dir keine Tischtennisplatte. Weißt du, wie tam teuer die sind? Oh, ein Hunderter oder so. Digga, verpiss dich mal, Alter. Air-Hockey ist auch cool, ne? Bro, ich kauf dir sowas nicht, Mann. Ich muss in meinen Pool pinkeln. Ja, und ich muss immer nur Geld für dich ausgeben, du Kommerzschwein. Rebi, wenn ich du wäre, komm jetzt sofort zu mir und hilf mir. Dann ist aber keine Tischtennisplatte für dich da. Ja, okay, dann hol mich jetzt. Los. Ich muss nämlich erstmal gucken, was ich genau will, Leute. Nächste Folge ist es dann soweit. Bro, hol diesen Gegner mal, was soll ich machen? Ja, geh in die Toilette! Digga, ich muss. Aufgabe nicht erfüllt. Oh mein Gott, warum hab ich den hochgehoben? Oh. Ich hab den automatisch hochgehoben! Verdammt, nein, warum? Letzte Runde. Ja, du bist nochmal dran, komm. Also, Revi. Du bist immer noch dran, ja, bitte. Pass auf, wenn ich du wäre, machen wir das einfach mal so. Vielleicht erinnerst du dich noch so an die letzten. Ich glaube sogar an die letzte Folge, da musste ich Sport machen, weißt du das noch? Ja. Ja, würde ich sagen, wird heute mal Zeit, dass du auch mal was machst, oder? Nein. Doch, bevor wir jetzt hier wieder irgendwo anrufen, dies, das, das klappt wieder nicht. Revi, wenn ich du wäre, machst du jetzt auch einfach mal, wie ich damals, 100 Liegestütze. Bitte. Jetzt. Jetzt. 100 schaffe ich niemals. 100? Hast du ja auch nicht. Ja, nicht am Stück. Da machst du halt erstmal 20, 2 Sekunden Pause, nochmal 20, nochmal 20, nochmal 20. Genau wie ich, habe über das ganze Video verteilt die gemacht. Aber kriegst ja besser hin. Du bist ja, ich meine, du gehst ja immer aktiv pumpen. Gerade halt nicht, aber. Es waren schon mal 25. Da kommt ein Gegner. Digga, ist das ein Bot oder was? Oh, Junge, kann ich nicht einfach 50 machen? 100. Hey, Junge, das ist so ein Scheiß, Mann. So damn. Ja, du fängst an mit so Kackaufgaben. Ey. Ja. Ich krieg's nicht hin. Boah, Bro. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Du hast mir diese Aufgabe gegeben, Digga. Der eine ist schon down. Komm, rushen. Der wollte ihn gerade beleben. Ich bin kein Russe. Hab ihn. Bro, ich kann nicht mehr, Lukas. Wie viel musst du denn noch machen? 50. Ich kann ja, komm, frag mich mal nett, ob ich das vielleicht sein lasse. Willst du vielleicht sein lassen? Nein. Ey, voilà, Lukas. Und jetzt mach weiter! Vor uns Gegner? Ja, du sollst Liegestütze machen. Mich interessiert nicht, ob wir Gegner sind. Er ist hier drin. Wieso verreckt mir nicht? Also! Dann frag nochmal, wenn du mich hochgeholt hast, dann bin ich gut gelaunt, dann kannst du mich nett fragen. Ey, meine Brust tut so weh, ne? Wirklich. Lukas, bist du so freundlich? Ich geb dir auch ein Medpack. Nein, ich hab selber eins. Und mach deine Liegestütze jetzt! Du bist der größte auf ganz YouTube! Du bist ein fettes, übergewichtiges Müllstück! Du dummer Du bist wertlos! Du bist für mich ein Mensch! Mach deine Liegestütze! Geh deine Liegestütze machen. Okay. Noch. Du bist der wertloseste Mensch. Junge Revi, diese Aufgabe hast du mir gegeben. Guck mal, merkst du langsam selber, ne? Dass deine Aufgaben manchmal einfach nicht angemessen sind. Komm, gib mir schon mal die Aufgabe, ist ja nicht schlimm. Dann machst du die 25 gleich. Lukas, du führst ja eine richtig glückliche Beziehung mit deiner Freundin, oder? Ja. Weil du gerade so asozial zu mir warst, möchte ich, dass du das jetzt tatsächlich an der Stelle mal komplett beendest. Oh, Lukas, soll ich wieder ich mal Schluss Anruf machen? Nee, pass auf, Lukas, es gibt eine Seite, die heißt Fiverr und da kann man sich so E-Girls und Fortnite-Spielen mieten, weißt du, was ich meine? Okay. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt das teuerste deutsche E-Girl oder auch ein englisches E-Girl, ich such dir da einfach ein Angebot raus, ja? Kaufen, mit der Fortnite spielen und mit der DM schreiben, sodass deine Freundin das auf jeden Fall mitbekommt, damit sie eifersüchtig wird. Grüße an der Stelle. Okay, dann kaufe ich ein E-Girl. Okay. Ich freu mich richtig darauf, Digga. Du machst auch mit dir ein Video, ne? Ja, noch mehr Ansprüche stellen, oder was? Ja, es muss ja hochgeladen werden. Und am besten sagst du so irgendwie, dass du so Gefühle für die entwickelt hast. Oft ganz unangenehm, weißt du? Hier vorne ist ein Gegner. Okay, du suchst mir ein Angebot aus. Vor mir. Oh, tschüss, Digga. Hinter uns von überall. Ja, Digga, natürlich. Sandwich. Ganz vergessen, dass es hier wieder Weltmeisterschaft ist. Ah, wieder alle auf uns. Ja, Digga, ich beende jetzt die Folge hier, ist mir jetzt egal. Lukas, du hast deine Aufgabe, ich mach diese 5 Satz Liegestütze nicht. Auf Wiedersehen, tschüss.